Hallo und herzlich willkommen zu Haskell. Ja, wir wollen mit einem neuen Thema anfangen, weil ja, Statistik haben wir jetzt fertig und ja, starten wir mit Haskell durch. Haskell ist eine funktionale Programmiersprache. Das ist was irgendwie schon ziemlich anderes als zum Beispiel Java oder sowas. Und deswegen dachte ich mir, ihr solltet das vielleicht auch mal kennenlernen. Was ihr hier seht, ist Notepad++. Das könnt ihr einfach gratis runterladen und dann benutzen. Haskell kann man in jedem Texteditor programmieren, also Word ist kein Texteditor, aber zum Beispiel Notepad++ oder einfach der stinknormale Windows-Editor. Und dann speichert man das Ganze ab unter einer .hs-Datei. Also einfach speichern unter und dann am Ende alle Typen auswählen und dann .hs. So, was ihr noch braucht, ist GHCI, um eben diese Haskell-Datei auszuführen. Also wenn man das gespeichert hat, sieht das Ding so aus. Und dann braucht ihr natürlich noch GHCI, also das ist quasi das, wie man es ausführt. Macht ihr einfach Doppelklick drauf und dann startet sich dieses schöne Programm. Und dann steht hier OK, Modules loaded, Main. Ja, das ist dann eben das, was wir hier geschrieben haben, also aktuell nichts, was dann ausgeführt wird. GHCI packe ich natürlich in die Beschreibung rein, den Link. Und dann kann man damit, kann man quasi die Funktionen benutzen, die man da drin geschrieben hat. Jetzt zum eigentlichen Haskell. Also die Installation von GHCI ist absolut kein Problem, das ist eine stinknormale Installation wie von jedem Programm. Jetzt zu Haskell an sich. Haskell ist, wie ich schon sagte, eine funktionale Programmiersprache. Das bedeutet aber folgendes: Es gibt keinen Input, keinen Output, jedenfalls nicht so ohne weiteres, weil man keine Seiteneffekte haben möchte. Seiteneffekte sind zum Beispiel irgendwelche anderen Variablen, also wir wollen keine statischen Variablen benutzen. Wir dürfen auch gar keine statischen Variablen benutzen. Jedenfalls nicht so ohne weiteres. Also eigentlich ist das nicht vorgesehen. Und ja, die Anweisungsreihenfolge ist auch völlig wurscht. Also wenn wir zuerst, keine Ahnung, Zeile 15 ausführen und danach Zeile 10, das sollte dasselbe bringen wie zuerst 10 und dann 15 auszuführen. Jetzt fragt ihr euch sicher, wie soll das funktionieren? Naja, ich zeige es euch einfach mal an einem Beispiel. Die Syntax ist auch sehr gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Fangen wir einfach mal mit einer Funktion f an. Die heißt jetzt f, also als Funktion. Und wir haben einen Parameter x und sagen, f von x ist gleich Sinus x durch x oder Cosinus. Upsala. Von x durch x. Okay, sehr komische Syntax. Woher weiß ich jetzt, was alles zu diesem Cosinus hier gehört? Und woher weiß ich, was f für ein Parameter hat und was sind das überhaupt für Typen hier? Sehr, sehr komisch. Haskell macht Folgendes. Haskell sagt von sich aus, okay, das hier ist ein mathematischer Typ, also das muss irgendeine Zahl sein, auf dem ich Cosinus ausführen kann und durch die ich auch teilen kann. Und berechnet quasi automatisch den Typ. Das heißt, wenn ihr hier Cosinus x schreibt, dann guckt es erstmal bei Cosinus nach, was nimmt denn das? Und guckt bei geteilt durch, was an für sich auch einfach eine Funktion ist. Cosinus ist übrigens auch eine Funktion logischerweise. Aber geteilt durch wird auch als Funktion modelliert. Und dann schaut es einfach nach. Okay, was haben die Dinger für Typen und was kann ich dann als x da benutzen? Und alles, was für x da möglich wäre, also in unserem Fall wäre ja theoretisch ein Integer möglich, ein Double wäre auch möglich, ein Float wäre möglich, sind ja mehrere Typen eigentlich möglich. Und alles, was ihr da habt, könnt ihr auch benutzen. So, ich zeige euch das Ganze mal. Also, wenn wir das hier starten, dann linkt er das hier alles. Und ja, dann sagt er hier. Also ich habe das Ding einfach Neo 1 genannt, weil ich, keine Ahnung, unkreativ bin ohne Ende. So, und dann können wir hier f benutzen. Also wenn wir davor f benutzen wollen würden, funktioniert es natürlich nicht. Jetzt können wir f benutzen. Jetzt sagen wir hier einfach f von 2. Funktioniert perfekt. Kommt raus, ja wahrscheinlich so eine Art Double. Wenn wir jetzt hier aber sagen f 2.5, upsala, ja natürlich, da sollte noch ein Leer rein. Das Leer ist allerdings sehr wichtig. F von 2.5, das funktioniert genauso, obwohl 2 und 2.5 eigentlich unterschiedliche Datentypen sind. Also 2 ist ein Integer, 2,5 hier unten ist ja ein Double an für sich. Und ja, wie gesagt, das macht Haskell von sich aus.
Das heißt, da müssen wir uns nicht drum kümmern. Das ist auch eines der großen Dinger, dass man sich da gewünscht hat. Man wünschte sich irgendwie, dass man sich halt kein Stück mehr drum kümmern muss, wie man programmiert, sondern man möchte nur noch sich auf das Wie, ja halt auf das, ja was macht man eigentlich? Nicht mehr, wie muss man es implementieren, wie man es in Java eigentlich hat. Also diese ganzen Schleifen, das gibt es alles auch nicht. Es gibt auch tatsächlich keine Schleifen, also vor oder sowas werdet ihr alles hier nicht lernen. So, eine kleine Ausnahme gibt es natürlich bei Benutzereingaben, wenn ich das Programm starte, muss das Programm auch irgendwie einlesen können, was ich hier eingebe. Das ist tatsächlich eine Ausnahme und die werde ich euch wahrscheinlich auch nicht beibringen, wie das funktioniert, weil man das auch wirklich nicht machen möchte mit Haskell. Also es ist eigentlich auch nicht dafür ausgelegt, sowas zu machen. Das ist quasi so ein Cheat, so ein Hack mehr oder weniger schon fast. Ja, wenn wir jetzt hier unten noch eine weitere Funktion, also ihr habt ja gelernt, die Dinger sind unabhängig voneinander. Ich kann hier einfach unten noch eine Funktion g definieren und kann dann zum Beispiel sagen, achso ja, noch zu den Klammern, genau. Hier, f von x, also x ist quasi der Parameter für f. Okay, das mag jetzt verwirrend sein. Hier vorne steht der Name, hier steht der Parameter. Wir brauchen keine Klammern drumherum. Hier genauso bei Cosinus brauchen wir keine Klammern um das x drumherum. Und für das Durch brauchen wir auch keine Klammern. Also natürlich, wenn wir hier innen drin x mal x haben wollen, also durch x Quadrat quasi teilen, dann brauchen wir logischerweise die Klammern. Wenn wir das so machen, funktioniert das allerdings auch. Dann rechnen wir einfach noch ein mal x hinten drauf. Aber hier dieses x ist einfach der erste Parameter, der kommt, der wird diesem Kosinus zugerechnet. Wenn wir jetzt hier das machen, das funktioniert auch, dann wird der ganze Parameter hier für Cosinus angerechnet. Das heißt, wenn man die Klammern drumherum macht, dann wird einfach das alles angerechnet. Man kann sie aber auch einfach weglassen. Normalerweise schaut man, dass man sie möglichst weglässt, die Klammern. Gut, in dem Fall hier würde einfach immer Cosinus von 1 ausgerechnet werden, das wäre ja Schwachsinn. So, jetzt haben wir noch eine Funktion g. Und die soll jetzt einfach mal auf f zugreifen. Was passiert denn bei g von x? Naja, da sagen wir einfach mal, das ist f von x mal x. So, zum Beispiel. Und dann wird hier logischerweise einfach ausgeführt f von x Quadrat, immer wenn wir hier g von x aufrufen. Ja, das ist auch schon alles. Also wir können Funktionen unter sich aufrufen. Wir können sie auch rekursiv natürlich aufrufen, dazu komme ich aber wann anders, wahrscheinlich nicht mal mehr in diesem Video. In diesem Video möchte ich euch jetzt noch Folgendes zeigen, und zwar, wir haben auch ein If-Then-Else. Ich habe ja gesagt, es gibt quasi keine Schleifen, aber ohne ein If-Then-Else hat man es einfach nicht geschafft. Ja, man muss einfach irgendwas abfragen können, sonst wird das Ganze ein bisschen schwierig. Okay, da kann man dann, keine Ahnung, irgendwas Schönes machen wie, wir sagen h von x. So, und dann müssen wir wieder gleich sagen. Also wir, dieses Gleiche ist auch ein bisschen komisch. Das ist keine Zuweisung, sondern das ist quasi der Return-Operator. Also wir returnen hier f von x mal x. Und hier returnen wir Cosinus von x durch x. Und hier returnen wir jetzt eben Folgendes. Wenn k 0 ist, wenn x 0 ist, Entschuldigung. Dann sagen wir, also das macht man mit wenn, ja, ich weiß, ziemlich klischeehaft, aber wenn x gleich 0 ist, sagen wir 1 und else sagen wir h von x minus 1. Müssen wir natürlich aufpassen, dass wir hier für h von x keine Zahlen kleiner als 0 einsetzen, sonst gibt das Ganze eine Endlosschleife. Und das kann man tatsächlich machen, das will man sogar teilweise machen in Haskell, dass man irgendwelche Endlosschleifen produziert, wenn man dann, dazu kommen wir wann anders, das ist ein bisschen komplizierter. Okay, wenn ich jetzt hier h von 1 eingibt, wird logischerweise 1 ausgegeben. Und wenn ich jetzt h von 0 eingibt, wird logischerweise auch 1 ausgegeben, weil wir hier ja einfach immer rekursiv 1 abziehen. Und nur im Fall von x gleich 0, also so lange, wir gehen so lange einen Schritt zurück, bis wir bei 0 sind, dann geben wir 1 aus. Sonst machen wir gar nichts. Dieses then sagt dann einfach, das geben wir zurück. Also das, was hier steht, geben wir zurück. Das hier ist unsere Abfrage. Und nach dem else geben wir sofort was zurück. Also hier geben wir quasi h von x minus 1 zurück. Wir können nur zurückgeben. Wir können
nicht wirklich irgendwelche Variablen deklarieren oder sonst irgendwelche Sachen machen. Gut, so, und jetzt gibt es noch eine andere Schreibweise, die ist mehr oder weniger Haskell eigen. Ich schreibe die hier gerade mal noch so hin. H von x, oder nennen wir sie H2 von x, weil es ist das ja quasi dieselbe Funktion, soll dasselbe machen. So, und dann macht man Folgendes. Man braucht hier gar kein Gleich. Wir haben mehrere Möglichkeiten. Und das machen wir mit diesem komischen Fallunterscheidungsstrich. Wir sagen einfach, also dieser Strich, dann sagen wir x gleich gleich 0. Dann sagen wir gleich 1. Also wenn x gleich 0 ist, geben wir 1 zurück. Das ist quasi die Abfrage und das hier ist das, was wir zurückgeben. Furchtbare Syntax. Aber hier muss man auch tatsächlich darauf achten, dass die Dinger untereinander stehen, diese Striche. Sonst kann es mal zu Fehlern kommen. Und dann haben wir noch einen anderen Fall. Also wir können hier beliebig viele Guards heißen, die Dinger. Wir können hier noch einen reinpacken, dann sagen wir x gleich gleich 1. Aber das haben wir ja oben auch nicht gemacht. Das heißt, wir wollen das nicht. Wir können hier beliebig viele machen und der letzte muss halt mit otherwise anfangen. Otherwise und dann wieder ein gleich. Und dann hatten wir geschrieben h von x minus 1. So, also das ist sozusagen das Syntax-Video, wie ihr die ganze Syntax hier benutzt. So, und jetzt können wir das Ganze mal wieder laden. Ihr seht, es kompiliert immer noch. Also das war schon in Ordnung, was wir hier gemacht haben. Und jetzt sagen wir h2 von 1, h2 von 0, h2 von 3, all diese Sachen. So, also das ist quasi dasselbe wie das, was wir hier oben haben. Ihr werdet wahrscheinlich, wie ich auch, diese Art mit if bevorzugen, auch wenn das hier kompakter ist. Ich komme einfach mit der Syntax hier nicht gleich. Hier ein Vergleich, hier ein Gleich. Ich finde das irgendwie eklig. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich mit Java angefangen habe. So, ja, jetzt kann man natürlich so noch ein paar kleinere Sachen machen, wie Quadrate oder Wurzeln. Es gibt einige vorgefertigte Funktionen, die wir halt standardmäßig bekommen von Haskell. Sowas eben wie mal oder auch wie square. Also das kann ich euch eigentlich in der Konsole sogar zeigen hier. Da brauchen wir gar nichts dafür selber schreiben. Wir können hier direkt die Funktion von Haskell benutzen. Oh, oder auch nicht. Okay. Square ist nicht vordefiniert. Ich dachte, Square wäre definiert geworden. Gut, dann schreiben wir unser Square halt eben selber. Square von x ist gleich x mal x. Und hoch 3 von x ist dann halt logischerweise Square von, wenn ich jetzt noch tippen könnte, wäre es natürlich eine Sache. Square von x mal x. So, und jetzt macht es hier natürlich wieder mal einen Unterschied, ob wir hier drin hier die Klammern schon setzen, dann kriegen wir nämlich x hoch 4 raus, oder ob wir sie nicht setzen, dann kriegen wir nämlich x hoch 3 raus. Also ihr seht, die Klammern sind hier echt manchmal schwierig und manchmal einfach nur unglaublich wichtig. Ja, das war's in diesem Video auch schon. Nächstes Video geht's weiter mit Rekursion, wie das Ganze funktioniert und wie die ausgewertet werden. Wir wollen ja auch teilweise mal ein bisschen auf die Laufzeit achten, dass es nicht unendlich läuft, weil das kann nämlich ziemlich schnell passieren. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr kommt damit klar. Ansonsten probiert einfach mal ein bisschen rum mit so ein paar Basic-Funktionen irgendwas zu schreiben. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.